Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu Fortnite an einem wunderschönen Abend. Wir haben endlich Wochenende wieder erreicht. Das ist schon mal sehr gut. Das heißt, morgen wieder ausschlafen. Und dann begrüße ich erstmal den Husky, Captain Ronny und den Dustin. Ihr dürft selbstverständlich mitspielen. Natürlich. Weil ich hätte gar keine Lust, jetzt alleine zu spielen. Also dürft ihr auf jeden Fall mitspielen. Dann starten wir mal das wunderschöne Spiel. Ich hoffe, es läuft diesmal ruckelfrei. Dass die Server mal richtig Bock haben. Hier in 8 Tagen explodiert die ganze Welt. Und ja, solange wir noch auf dieser Insel verweilen können, tun wir das direkt mal hier spielen. Soll das denn einladen? So, ihr seid schon mal die ersten Gäste. Das ist schon mal sehr, sehr nice. Heute ist geplant bis 21 Uhr Fortnite. Danach gucke ich wieder ein bisschen Walking Dead mit meiner Freundin. Weil zu lange spielen wollte ich jetzt heute nicht. Aber so einfach mal so 2,5 Stündchen geht auf jeden Fall voll klar. Gibt es hier irgendwas Neues, außer tägliche Stempelkarten? Kaufe etwas beim Verkaufsautomaten, eliminiere Spieler, Gebäude, schließe Aufträge von Wrath ab. Füge Schaden mit Schrotflinte hinzu. Okay, gibt es hier irgendwas Neues? Nur Kakashi. Schattenagentin habe ich auch noch nicht komplett. Warum habe ich die Schattenagentin noch nicht? Warum habe ich die noch nicht? Habe ich hier eingetragen? Ne, habe ich nicht. Zähl mal ein Wildtier mit dem Jägermantel. Ja, ich weiß aber nicht, wo einer ist. Dass ich gerade noch Quests annehmen kann von der, würde ich sagen, landen wir dann einfach bei Schattenagentin. Ja, würde ich sagen. Ach so, der Ronny will auch noch mitspielen. Selbstverständlich. So. Moin Jonas, du kannst nächste Runde gerne mitspielen. Wir sind gerade jetzt voll, aber du kannst nächste Runde. Müsste nächste Runde einer Platz machen. Ronny hat vorher gefragt gehabt, das sind. Dann kann der aber nächste Runde mitspielen dann. Also dann wäre Jonas. Und der Kumpel dann von dir auch nächste Runde dran. Aber falls ihr Kumpels habt, die mitspielen wollen, könnt ihr natürlich gerne fragen. Die können natürlich auch gerne mitspielen. Hab das Spiel seit circa einem Monat nicht gespielt. Oha! Ich seit 2 Tagen, glaube ich. Aber manchmal muss man Spiele einfach mal in der Ecke liegen lassen und einfach mal nicht anpacken. Man freut sich einfach schon auf die nächste Season. Deswegen ist es eigentlich gut, dass man das Spiel mal ein bisschen links liegen lässt, dass man wieder so voll den Hype hat fürs nächste Chapter. Ich zocke nur mit Carsten, sonst nicht. Ja, ich hätte dich ja natürlich mitten im Team gehabt, wo der da mitspielt. Das ist ja völlig klar. Das Wildtier gefragt sich, du dir aus an einem Stück Fleisch. Ja, dann mal gucken, ob wir einen Win holen. Aber ich will auf jeden Fall noch ein bisschen questen. Hier in Lazy Lake muss ich noch hin. Oh, das ging aber sehr, sehr schnell. Also gehen wir hier nach Lazy Blazy. Oha, der Strahl, der ist ja direkt schon mal heftig. Da passiert ja direkt schon mal was. Gibt es was im Spiel Neues jetzt seit einem Monat nicht mehr geschrieben? Ich glaube, die haben jetzt so von Naruto haben die so eine Waffe reingemacht. So irgend so ein Papierfall, was du schmeißen kannst und der explodiert. Ja, neue Aufträge haben sie jetzt reingemacht. Eine neue Figur, die du da ansprechen musst. Ja, die Map hat sich ein kleines bisschen verändert. Ziemlich in der Mitte. Wie wir dir gerade den Strahl gesehen haben. Aber ansonsten eigentlich nicht so viel.
Aber wäre auch blöd, wenn die jetzt zu viel ändern würden, weil in 8 Tagen geht es ja hier richtig los. Da wird ja die Season verabschiedet und dann kommt die nächste mit neuem Chapter sogar. Da müssen die ja auf jeden Fall mal dann was Großartiges auf jeden Fall mal herzaubern. Hoffe ich zumindest mal, dass sie was Schönes hinzaubern, wo mir auch ein bisschen gefällt. Ach du Scheiße. Ah, hier kommt von allen Seiten hier so ein Mist. Der zweite Account Luca, VFB Bann, Entbann. Wieso bist du da gebannt? Ich wüsste jetzt nicht, dass ich einen Luca jetzt gebannt hätte. Aber das dauert ein bisschen mit dem Entbannen, weil ich müsste dich dann irgendwo in der Liste erst suchen. Und ich habe über 500 Leute drauf. Das wird ein bisschen schwierig. Huhu. Kuckuck. Ich bin direkt schon tot. Wie? Oh. Luca VFB. Schreib mir das mal auf, aber ich kann es dir nicht versprechen, ob ich dich da finde. In der Bannliste gibt es leider keine Suchfunktion. Aber ich wüsste jetzt nicht, warum du gebannt sein solltest. Also wenn bei mir gebannt wird, dann muss man auf jeden Fall was Großartiges machen. Also da wird nicht bei einer Kleinigkeit irgendwas stattfinden. Du wolltest das letzte Mal schon gemacht und klappt vorwohl, aber ist auch nicht so schlimm. Ja, ich muss halt wie gesagt meine Freizeit da reinstecken und ich habe manchmal keine Lust jetzt eine Bannliste da durchzublättern. Weil diejenigen sind das auf jeden Fall mal selbst schuld gewesen, aber bei dir wüsste ich jetzt auf jeden Fall nicht, warum du gebannt sein solltest. Deine Freundin ist gerade bei dir gerade angekommen. Oh, das ist mal cool, das denn ja. Auf jeden Fall dann viel Spaß später, wenn die Benzo da ist. Ich habe eine Zeit lang wieder aufgedreht, hast dir gesagt, wenn ich dich gesagt habe, ich habe eine zweite Chance, will ich nicht. War das der Account überhaupt oder war das der eine Jonas21 Account? Oha, Alter. Bin überfordert. Oho. Fast gestorben, einfach für aus dem Nichts. Oh, jetzt brauche ich aber hier so ein heftiges Medikit. Ach, der Jonas, der heißt jetzt Luke. Ach so, der heißt jetzt so. Ja, wie soll ich dich dann sonst in der Bannliste da gefunden haben letztens? Wenn du den Accountnamen änderst, wie soll ich dich dann finden? Ah, übrigens hier die Nummer 5, das ist die neue Waffe, die hier drin ist. Ach je. Die Runde verläuft nicht wirklich gut. Ah, ich hätte eine Idee, Jonas. Kannst du mir zufällig den Link schicken von dem Stream, wo du gebannt worden wärst? Weil das vereinfacht mir auf jeden Fall die Suche. Dann kann ich nämlich auf den Accountnamen klicken und dann auf Entbann direkt drücken. Oder irgendeinen Stream vorher, wo du mal reingeschrieben hast. Ob du irgendeinen Stream findest, wo dein Name da zu sehen ist. Hatte dir mal 2 Euro gespendet? Ja, auf jeden Fall danke nochmal dafür. Ja, sonst kannst du ja ein bisschen suchen oder so. Aber auch gut, beim Handy ist ein bisschen schwierig. Aber wird mir auf jeden Fall ein bisschen Zeit ersparen, weil ich will jetzt nicht unbedingt meine Freizeit da reinstecken, um jetzt 500 Leute aus der Bannliste da zu suchen. Das mache ich mal, wenn ich irgendwie mal nicht online bin und einfach mal so ein bisschen Freizeit habe und gerade Lust habe dazu. Weil es sind schon sehr, sehr viele Leute drauf. Vor allem viele
So richtig viele Schimmler, so, keine Ahnung, so Bots und so ein Kram, die lauter so Links unter meinen Videos schreiben von irgendeinen unnötigen Seiten, die es eigentlich gar nicht so existiert. Weil bevor meine Zuschauer da draufklicken und der Link durchgehen sollte und da ist nur so Schrott dabei, dann habe ich hier nämlich lieber direkt alle entfernt. Zu dir kommen, ja, wo bist du? Ah, hier, ganz da hinten. Ich brauche auf jeden Fall mal irgendein so Medikit, was ich hier suche die ganze Zeit. Ah, hier Verbände. Ah, das ist schon mal besser als nichts. Ah, noch ein Apfel. Okay, der war ein Apfel. Oha, für den Gegner. Ah, hier ist eine Heilstation. Das ist schon mal sehr gut. Was? Maschinenpistole. Ach, hier die brauche ich eigentlich nicht so. Dankeschön, Dustin, für die Heilung. Das ist schon mal besser als mit 20 HP rumzulaufen. Dann bleibe ich auf dem Account, ist ja jetzt auch nicht das Problem. Ja, das stimmt. Hauptsache mit dem Account kannst du ja auch schreiben. Aber ich komme hier nicht rein. Ja. Den anderen Account in Fortnite habe ich zumindest entbannt. Also da müsstest du auf jeden Fall in der Liste sein. Ich glaube, das haben wir ja letztes Mal geedit. Ansonsten schick du mir eine Anfrage, ist einfacher. Ah, man muss, glaube ich, von unten her zielen, dass man das trifft. Oh nein, Ronny, ich komme. Oh, halte noch ein bisschen durch. Der Sanitäter kommt. Hab zwar keine Ahnung von Verarzten, aber ich gebe dir einfach einen Booster, dann passt das wieder. Hier, ich möchte dir ein bisschen was schenken. Ey, wieso geht er nicht hier? Oh, da ist mein richtiges Sturmgewehr. Oh ja, das ist besser. Das ist besser als neu. Auf jeden Fall ein bisschen was zum Bauen. Ein bisschen was abreißen hier. Sag mal deiner Freundin, was ist der Unterschied zwischen einer schönen Frau und dir? Beide haben was im Leben erreicht. Okay, ich verstehe die Satzzusammenstellung gerade nicht so ganz. Oh, wer schießt hier? Wer schießt hier wieder? Oh. Ah, da hinten.
So, erstmal das letzte Schildi holen. Und noch 12 Leute am Leben. Oh, das könnte sogar ein Win werden. Ist ein Rocket Launcher. Eine Kugel. Ah, holen wir lieber Verband mit. Du musst mal Apex zocken, ist richtig gut. Das habe ich schon öfter gezockt, Apex. Hey Missouri, mir geht's prima und dir? Schön, dass du vorbeischaust. Oh, hier ist Zone kommt. Musst du bei mir im Streamverlauf mal schauen. Ich habe die letzte Woche oder letzten Wochen, ich glaube 2 Wochen ist es her, habe ich Apex gezockt. Tierst du auch gerade, wann denkst du, kommt das Musikvideo raus? Boah, das kann ich nicht sagen, weil das soll ja schon Gutes werden. Da muss man schon ein bisschen Zeit investieren. Ist leider nicht von heute auf morgen gemacht. Aber die Mitglieder, die konnten das Video schon, also nicht Video, aber schon mal das fertige Musikstück hören. Können wir das mal zocken wieder? Ja, gerne. Also Apex auf jeden Fall mal wieder. Nur nächste Woche habe ich Spätdienst, da wird es ein bisschen schwierig werden. Weil um 9:30 werden sich keine Leute finden für Apex. Ach, schade. Bin schon gespannt auf den Song erwarten. Ja, muss ich leider noch ein bisschen gedulden. Weil nächste Woche werde ich das nicht hinkriegen, weil ich ja Spätdienst habe. Also ich kann das immer in alle 2 Wochen immer weiter ein bisschen bearbeiten.
aber ist auf jeden Fall nicht in Vergessenheit geraten. Die Mitglieder können den Song nämlich schon mal hören. Jetzt muss nämlich nur das Video dazu kommen. Willst du mit Tia zusammenspielen? Aber ich glaube, der macht seinen eigenen Stream gerade. Also ich hatte den ja schon vorher angekündigt gehabt, also nicht im YouTube, sondern auf Discord habe ich geschrieben. Und dann ist er ziemlich parallel am Stream gewesen, aber... Aber der wird seinen eigenen Kram wahrscheinlich machen. Oh, nice! Epischer Sieg! Habt ihr gut gemacht, ihr erste Runde gewonnen. Nice. Hi Alimox, grüß dich. So, wer wollte jetzt nochmal mitspielen? Kannst du FA annehmen? Das mache ich direkt. So, tue ich direkt mal hier Jonas 21, weil da kann ich mir merken. Telefoniere gerade mit meiner Oma. Oh, viel Spaß auf jeden Fall, Ronny. Grüß dich auch. Danke. Wird es ein Weihnachtsstream mit Tia und ein paar Freunden von dir geben? Eher gesagt, leider nein, weil es gibt ja jetzt die 2G-Regeln für ungeimpfte Leute. Deswegen wird das auf jeden Fall problematisch werden, dass irgendwie sowas stattfinden kann. Deswegen wird wahrscheinlich einfach nur ein Weihnachtsstream oder Silvesterstream ohne Leute im Hintergrund, außer meiner Freundin im Hintergrund, passieren. Und keine Kumpels dann, weil manche leider nicht zu mir dürfen, aufgrund der neuen Regelungen von der Politik. Mein Vater hat heute Geburtstag und er hat Nachtschicht. Oh, ich hätte frei genommen, ich hätte keinen Nachtdienst gemacht, ich hätte schön frei gemacht. Hey Jürgen, grüß dich! Ja, dann, let's go, neue Runde, neues Glück. Ah, bist seit zweimal gestern geimpft? Ja, ich bin schon länger jetzt zweite durch. Nur halt, die jetzt keine Impfung hatten, die dürfen ja nur noch daheim rumgammeln. Die dürfen ja eigentlich gar nichts mehr machen. Deswegen dürfte ich auch keine Ungeimpften zu mir lassen. Neue Verordnung der Politik. Kann man leider nichts machen. Und es wird bestimmt bis Weihnachten so anhalten. Deswegen wird kein Stream werden mit mehreren Leuten im Hintergrund. Carsten wollte mitzocken. Ja, wenn er direkt Zeit hat, dann müsste nur einer gerade den Platz freiräumen, dass der Carsten mitspielen kann. Weil dann tun wir uns, wie gesagt, abwechseln. Wir tun auf jeden Fall jetzt mal wechseln. Da würde ich sagen, Husky und Ronny tut dann gerade mal aussetzen, weil Dustin wollte noch mit einem Kumpel spielen und dann kann der Jonas noch mitspielen und ihr werdet dann nächste Runde dann wieder dabei. Holt euch direkt nächste Runde wieder rein. Weil dann können die anderen auch gerade ein bisschen mitspielen. So. Wo war das hier, der Name hier? Da. So, Dustin, du musst deinen Kumpel dann selbst gerade einladen oder ist der online? Herr Sonst, lad du den mal gerade ein. Gucken wir uns den Itemshop in der Zeit mal an. Nick Fury. Falkenclan-Paket. Irgendwie nichts Großartiges dabei. Okay, Naruto ist immer noch da. Ob den Shop komplett wechseln, wenn die ein neues Chapter beginnt oder alles noch hier drin lassen? Man weiß es nicht so genau. So, dann starten wir mal. Hast du Supi, Dustin? Ja, dann. Nächste Runde ist dann gerne wieder Ronny und Husky dabei.
Ja, noch 8 Tage, 3 Stunden, 10 Minuten, dann ist wieder Fortnite komplett close. Dann sehen wir wahrscheinlich wieder so ein schwarzes Loch und nichts geht mehr wieder. Darf ich dann nächste Runde mitzocken? Ja gut, ich hätte jetzt gerade noch versprochen, dass der Husky und der Dingens mitspielen kann, der Ronny. Dann wärst du darauf die Runde dran, Alimox. So, wo landen wir denn? In Sludgy Swamp, das ist eine gute Idee. Hä, wieso habe ich den Charakter jetzt hier? Hä? Ich habe doch gerade gar nichts ausgewählt, warum habe ich das? Oder habe ich random... Ah, ich habe glaube ich random Charakter eingestellt, oder? Ah, ich glaube das letzte Mal schon das Problem gewesen. Dann halt übernächste Runde. Okay, machen wir so, Alimox. Das machen wir so. Hier ist irgendwie so ein Strahl jetzt hier bei dem Dingens hier unten irgendwie neu. Du bist ein No-Skin. Ja, selbst mit No-Skin kann man Fortnite spielen, gell? Vielleicht lassen die Gegner mich jetzt in Ruhe, wenn die denken, ich bin No-Skin, vielleicht verschonen die mich jetzt. Ich gehe mal hinten in das Häuschen mal rein. Oh, direkt ein Sturmgewehr. Boah, das ist ganz schön hoch, ey. Da will ich aber nicht hier runterspringen. Geh mal hier. Oha. Okay, den habe ich. Ui, Level 180, nice. Oh, gleich schon weiteres Level ab. Ah, hier ist eine normale Pumpgun, mit der kann ich ein bisschen besser spielen.
Und Alimoxi mache ich mich so als No-Skin. Eigentlich ganz gut, gell? Baue Gebäude. Oha. Das war's mit Quest annehmen. Ja, moin Sascha, hey, wie geht's dir? Liebe Grüße. Und soll liebe Grüße sagen, Sascha. Hob mir dann nach der Runde mal ein Bierchen. Aber ich habe momentan gar keinen Bock auf Bierchen irgendwie. Ich habe jetzt seit über einer Woche nichts mehr getrunken. Gut, danke an euch. Uns geht's auch prima, Sascha. Und was hast du Schönes gemacht die letzten Tage? Ach, da ist noch einer, lol. Ach man, ey. Bin hier runtergerutscht. In der scheiß Granate. Die letzten zwei Tage hatte ich frei und hab gechillt. Ah, okay, ja, bei mir ist ich eigentlich nur arbeiten gewesen. Hab noch ein paar Termine machen müssen. Ich hab jetzt endlich meinen Führerschein wieder, weil ich den ja verloren hatte. Alles drum und dran mit Portemonnaie. Den habe ich mir jetzt die Tage noch abgeholt. Deswegen war ich auch ein paar Tage nicht online, weil es sonst zu spät geworden wäre. Ja, ansonsten eigentlich auch nur arbeiten, arbeiten. Dankeschön für das Geschenk. Gerne, Alimox. Ich habe den treuesten Leuten, die am meisten immer bei mir vorbeischauen, habe ich jetzt allen mal so ein Ladebildschirm geschenkt. Hey, Tampa, Fortnite war was ganz anderes. Ja, es war ein bisschen was anderes. Habe ich lange nicht mehr gespielt. Schon ein halbes Jahr gefühlt. Da habe ich gedacht, komm, spielst mal wieder Fortnite. So, jetzt wäre Husky dran. Und nochmal der Captain, falls er noch im Chat ist, dann lade ich euch beide ein.
Okay, Husky ist da. Und dann den Ronny. Und darauf die Runde bist du dann dran, Alimox. So, und gucken wir gerade mal hier, was mit dem Spind los ist. Hol ich einfach mal wieder so einen Sommercharakter. Wen hole ich mir denn? Ach, hol einfach mal so Plastikdinger. Warum ist hier immer noch eine 1? Achso, ich eben gerade was freigeschaltet habe wegen der hier, okay. Ach so, wieder ein Fehler gewesen. Ach, Fortnite, ey. So, ich mach mal eben Platz noch ein bisschen Carsten zocken. Ach so, okay, kein Problem. Kein Problem. Teamgerangel gibt es jetzt. Was ist ein Teamgerangel? Soll ich mal eben noch Platz bisschen. Achso, Carsten zocken bin vielleicht später nochmal mit. Alles klar, dann bis später, Dustin, und viel Spaß dann. Dann tue ich den Alimox noch einladen. Kriegt ihr es irgendwie hin, hier so ein Dingens zu zähmen? Ich krieg das irgendwie, keine Ahnung. Ich muss hier so ein Wildtier zähmen, mit einem Jägermantel. Aber habe ich noch nie gemacht, keine Ahnung, wie das funktioniert. Hast du schon wieder so ein Problem mit Einladen? Ah, geht wieder, okay. Okidoki. Dann let's go, neue Runde. Du brauchst zwei Fleisch, die musst du herstellen, dann bekommst du deinen Mantel. Ah, man braucht zwei Fleisch zum Herstellen vom Mantel. Ah, okay. Und wie kann ich die Tiere zähmen? Muss ich dann einfach zu irgendeinem Tier gehen? Oder welches Tier kann man zähmen? Muss ich den Mantel einfach anziehen und dann steht da einfach, wenn ich zu dem Tier gehe, Tier zähmen? Gehen wir am besten mal. Gehen wir in Holy. Bin gleich zurück, ihr Süßen. Ja, bis gleich, du süßer Tampa, du. Denk dran, Pikachu macht Donnerschock. Wenn du deinen Rattenmann ausspielst. glaube Wolf, Schwein und Dino. Ah, okay. Dann muss ich das mal ausprobieren. Ein Dino kann man auch zähmen. Ja, der soll auf jeden Fall mal mit uns kämpfen.
Ein anständiges Sturmgewehr. Ey, Belama. Da kam aber nichts Gutes raus aus dem Lama. Hier leben keine Tierchen, die ich brauche. Oh, ich hab grad gedacht, ein Gegner. Ah, hier sind welche. Inventar herstellen. So, jetzt muss ich wahrscheinlich nur so ein Vieh finden. Hier kann ich nichts machen mit. Okay, ich weiß gar nicht, wie man zähmt. Wahrscheinlich geht das hier gar nicht, gell? Dann sind das andere Monster.
Ah, hier sind Dinos. Ah, da steht E mit Sam. Ah. Okay, ganz easy. Eigentlich. Na, mein Dino, was geht ab? Hey, Tapa, guck mal, mein eigener Dino habe ich gezähmt. Geil, gell? Ich habe das erste Mal ein Tier hier gezähmt in Fortnite. Da bin ich sehr stolz drauf. Den darf jetzt keiner kaputt machen. Oha, ein One-Shot, ey. Ist das Ark oder Fortnite? Ja, beides irgendwie. Jetzt habe ich auf jeden Fall einen schönen Dino. Und der ist zu nichts zu gebrauchen, dass er nicht mitkämpft. Oh, würde ich sagen, gehen wir auf Wapping Woods, oder? Ey. Oh Junge, ich bin einfach zu blöd zum Springen, ey. Komm, Whistleblower demnächst oder geplant? Am Montag habe ich geplant, Tampa. Da habe ich wieder Spätdienst und dann am Montag.
Whistleblower hast du spätestens 2 Streams durch. Also ich hätte vor so 22 Uhr bis 1 Uhr morgens hätte ich dann für das Whistleblower. Aber anscheinend schon ein großes DLC, oder? Wenn das schon auch so 3 Stunden geht oder 4 Stunden. Ja, und wenn wir das durch haben, dann können wir das Outlast 2 spielen. Ich habe irgendwie Lust, jetzt vermehrt mal so Horrorspiele zu machen, wenn es die Zeit ermöglicht, wie zum Beispiel bei, wenn ich Spätdienst habe. Arme Junge, boah, ist ein schöner Treffer, ey. Oha. Ich wollte gerade bauen, aber es ging ein bisschen zu schnell. Circa 70% von der Länge von Hauptspiel ist das DLC schon so gut. Oha, das ist krass. Aber so lohnt sich wenigstens das Geld dann. Ich glaube, ich habe erstmal zusammen im Paket gekauft. Das Outlast 1, wo im Angebot war. Ich glaube, so ein Summer Sale war das. Und da war ein DLC, glaube ich, dabei. Oh nein, Platz 3. Schließe Aufträge von Red ab. Da muss ich auch nochmal zu den Rats gehen. Schattenagentin, habe ich die eigentlich jetzt hier drin? Füge Würfel in Menzene mit Schrotflinten. Ja, muss ich das wohl noch machen? Oh, hast ja die Gruppe verlassen. Bye bye, geh auf. Ah, du auch, auch Ronny. Alles klar, dann danke fürs Mitspielen auf jeden Fall. Wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Tampa, hast du Lust mitzuspielen? Gibt es eigentlich noch den kostenlosen Bildschirm hier, den man verschenken kann? Oder eine Runde geht immer. Das sage ich auch. Auf jeden Fall eine Runde geht immer noch. In Outlast 2 gibt es einen Gegner, vor dem habe ich so dermaßen Schiss. Der ist richtig creepy. Ja, ich freue mich schon, wie gesagt, mega auf das Outlast 2. Aber wir haben ja versprochen, dass wir vorher das DLC spielen. Vielleicht kriegen wir das ja so Montag, Dienstag dann eventuell durch. Ja, das wäre auf jeden Fall mega cool. Und dann könnten wir direkt Mittwoch mit dem Outlast 2 anfangen. Ja, das wäre so der Plan, gell? Später eventuell. Achso, okay, kein Problem. Kein Problem. Dann machen wir hier Trio.
Und dann werden es 3000 Runden. Ja, gefühlt auf jeden Fall. Hab gerade was gegessen, noch ein bisschen entspannt, dann komme ich je nach Lust dazu. Was hast du denn schönes gegessen, Tampa? Ja, muss der Ronny noch bereit drücken. Chicken. Chicken ohne Reis, ohne Pommes, einfach nur Chicken. Mein Handy wurde einkassiert, darf noch 1,5 Stunden gucken. Ach so. Aber wie konntest du jetzt bereit drücken? Am Wochenende Handy einkassiert? Oha, das ist schon richtig krass auf jeden Fall. So, den Auftrag muss ich auch verfolgen. Da sehen wir ja gleich, wo hier eine Kippwelt ist. Hühnerkeulen, I love it. Zu viel Fortnite anzocken wahrscheinlich. Ah, Hühnerkeulen. Boah, sind das doch wieder, wo du so auseinanderpoolen musst, das Ganze, oder? Boah, da hätte ich gar keine Lust, wenn ich so voll Hunger hätte und alles auseinanderpoolen müsste. Ne, seit Montag einkassiert. Oha, warum? Habe Scheiße gebaut. Oha, warum macht man denn sowas? Wenn man doch weiß, dass man Handy einkassiert bekommt, da baut man doch keine Scheiße. Aber es bestimmt strenge Eltern, oder Ronny? Weil die direkt Handy einkassieren. Weil so eine Keule, keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll, so ein Knochen mit Fleisch dran an dem Kreis abnagen. Ja, genau, die Dinger meine ich ja. Boah, da hätte ich keine Geduld für. Weil, wenn will ich ja direkt essen, weißt du, so wie bei McDonald's, einfach reinbeißen, weißt du, so. Aber dann, wenn ich vorher noch alles da rauspulen müsste. Ich hab doch eine Schrotflinte, ey. Was will das Spiel von mir? Oha. Oha. Ah, ich wenigstens so ein, Sturmgewehr. Oha, Junge. Ah. Muss ich weg, ey. Hä, wo seid ihr alle gelandet?
Oha, aber holy. Ich versuche zu kommen. Und wie ein Auto hier. Nicht hier. Boah, Junge. Ja. Da versuche ich mal zu kommen. Meine Mutter will gar nicht das Fortnite zocken, nur bei meinem Vater darf ich das. Ja, solange man nicht aggressiv wird von dem Spiel, steht ja eigentlich nichts im Wege, dass man das spielen kann. Aber wenn ich da irgendwie so ein Kind hätte, das aggressiv wird, da würde ich aber auch Fortnite verbieten. Dann wird er von mir zum Geburtstag so ein Tetris-Spiel bekommen, dann kann er den 4 gegen Würfel drehen. Oh nice, ich werde mit dem Auto abgeholt. Boah, was für ein Service hier. Ey, die Sendersuchlaufbox, die ist ja mal komplett verbuggt, wie letztes Mal auch schon. Also schöner Radiosender, kannst du auf jeden Fall einen schönen Beat machen. Oh. So, holen wir dich mal wieder hier. Ich gebe dir Deckung oder ich baue für dich. Oder ich habe nur zwei Sachen zum Bauen. Okay, dann kann ich dir doch keine Deckung geben. Ja, moin, Micha, was geht ab? So, wo sind hier die Gegner? Oh, hier kann ich mich erstmal heilen am Lagerfeuer, würde ich sagen. Weil ich schnell wieder auf die Beine komme. Hallo, Just Me, grüß dich. Bald zocken wir mein Battle Royale. Es ist bald soweit. Oder freue ich mich auch schon mega drauf, Micha? Bam, 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 Junge, bam, bam, bam und weg. Ja, bin ich voll gehypt, mich ja schon mit deinem Battle Royale Spiel. Bam, Junge, Dennis regelt. Ja, nachher bin ich nur noch dein Spieler im Spiel, Micha, dann spiele ich gar kein Fortnite mehr. Boah, ich bin's immer noch. Ach, du bist ins Wiki. Ach so. Ja, ich kenn nur den anderen Dingensbums-Account. Aber schön, dass du wieder vorbeischaust. Ja, ich kann mir sowas nicht merken, weißt du? Klappt auch alles soweit? Ja, nice. Ja, wenn du da richtig schöne Map gebaut hast, alles drum und dran und mal so zusammen testen kann, bin ich auf jeden Fall am Start. Aber mir geht's prima, und dir? Oh, was hast du die letzten Zeit so alles gemacht? Hast du ein neues Mikro? Du klingst viel sauberer. Nee, eigentlich nicht. Ich hab kein neues Mikrofon. Das ist bestimmt, weil ich mich nochmal hingelegt habe nach der Arbeit, dass ich jetzt ein bisschen fitter bin als sonst nach der Frühdienst. Aber auf jeden Fall musst du so eine Perspektive machen, Micha, wie hier bei Fortnite, so dass man auch den Charakter sieht, als jetzt so nur die das Schussfall-Dinge hier, also hier so. Das wäre ja ein bisschen blöd dann. Ah, eine Third Person. Ah. Ja, vielleicht kann man auch irgendwie einstellen, dass man Third Person, First Person, also das wäre auch cool, wenn man so einstellen könnte, wie man persönlich besser spielen will. Ah, du machst das schon.
Du machst das schon. Dafür brauche ich einen Designer. Boah, ich wüsste jetzt keinen, der irgendwie sowas designen könnte. Also sonst machst du so immer Fotos so von deinem Ort, wo du wohnst, immer so abschnittweise, dann tust du den ganzen Ort dann da rein. Das wäre krank, Battle Royale in dem Ort. Also muss auf jeden Fall so ein gutes Fortnite bauen, so oder so ein Battle Royale wie Fortnite und Realm Royale, dann bist du so richtig mittendrin am Schwimmen. Wenn du das noch auf Dingensbums auf Steam veröffentlichen kannst, das wäre natürlich voll mega. Und wenn er dann gut laufen würde. Oh, Junge, ey. Hi Silverenz! Image Fortnite als VR-Game. Oh, das wäre auch voll krank, so ein VR-Game, aber ich habe keine VR-Brille. Ich könnte das gar nicht benutzen. Das wird aber wie Paintball sein mit dem Schuss. Der Schuss kommt nicht direkt beim Gegner an. Das ist mal was anderes. Ja, ist auch mal was anderes. Das nennt sich einfach Fortnite Paintball. Oh, ich muss mal die Umfrage angucken, wie ihr hier bisher abgestimmt habt. 18 Stimmen. Komplett neue Karte, freut ihr euch? Dann neue Waffen. Neue Fahrzeuge 0%. Oh, das hätte ich gar nicht gedacht. Und bessere Grafik 28%. Ja, das wäre cool. Bessere Grafik und eine komplett neue Karte. Das wäre richtig cool. Und es werden auf der Map verteilt so Dinger zum Einsammeln liegen, dass man für 30 Sekunden oder so einen doppelten Sprung machen kann. Das wäre irgendwie sowas wie Spellbreak, das Spiel. Da haben die auch so spezielle Fähigkeiten, dass du da irgendwas machen kannst, was du einsammelst. Muss ich mal gucken, wie ich mein Mikrofon mal eingestellt habe hier. Dass, warum auf einmal der Sound so gut sein könnte. Kein Plan, ey.
Ah, da wollte ich den, genau den Link wollte ich noch ändern. Ah, genau. Ah, das wollte ich auch noch ändern. Mach das direkt mal. So, und das Spende habe ich jetzt nämlich aktualisiert und den automatischen Text habe ich jetzt auch aktualisiert. Das wollte ich die ganze Zeit noch machen, das ist aus meinem Kopf rausgegangen. Ich habe das nicht mehr gewusst, dass ich das ändern wollte. Guten Abend, Matzes Welt. Jetzt, bye bye, schönen Abend noch alle. Danke dir auch, Ronny, danke, dass du mitgespielt hast. Dann wünsche ich dir noch ein schönes Wochenende, wenn wir uns nicht mehr sehen. Ich bin morgen auch online, aber ich bin abends noch verabredet. Deswegen bin ich ja nur so bis 19 Uhr ungefähr mal online. Vielleicht mittags mal zwei Streams. Oder ein Stream und dann mal gucken. Aber nur so als Plan. Also ist noch nichts safe. So, Tampa, ich habe gehört, du willst mitspielen. Das wäre ja mega, mega nice. Ich habe einen neuen Ersatz. Gebt mir mal ein Däumchen. Das wäre ein Träumchen. Junge, wie kann so ein kleines Viech Katze so nerven? Ich habe bei TikTok so ein Video gesehen, da tut die Katze einen den Rücken massieren. Das ist cool. Das ist eine schlaue Katze. So, was muss ich denn noch machen? Füge Schaden mit Pistolen zu. 75k gibt es. Wow. Schattenagentin. Ja, jetzt gehen wir nochmal in so eine Kippwelt. Oha, noch einer weg. Achso, ist der Ronny ist ja jetzt weg. Ja, dann machen wir Duo. Dann gehen wir mal Kippwelt. Direkt das Video vom Tampa Shuttle. Ja, hallo meine herzlichen Freunde. Herzlich willkommen zu einem Let's Play von Tetris. Meine Katze nur eins nervig sein und kratzen. Boah, voll die Kratzstellen dann. Ah, gibt mindestens eine Woche beim Doktor. Achso, ich kann nicht arbeiten gehen. Katze hat gekratzt. Okay, eine Woche. Kein Problem. Ja, ich glaube, wenn ich mich einer Katze nähern würde, würde ich aussehen wie so ein Zombie bei Walking Dead, wenn die mich kratzt. An mich habe ich das geträumt gehabt oder guckst du auch Walking Dead mittlerweile? Ich glaube schon, gell? Ich glaube, ich habe das nicht geträumt. Wir sind jetzt bei Staffel 7, Folge 14 oder 15, glaube ich. Ich habe mir das extra aufgeschrieben, weil ich mir sowas nicht merken kann. Du hast 8 Katzen? Oha. Ja, ich hätte zu wenig Zeit leider für Tiere, aber ich dürfte eh kein Tier erhalten. Obwohl ich gerne mal so einen Hund hätte, der einfach mal die Nachbarn wegkläfft. Das wäre schon voll fett irgendwie. Also ich habe bei dir nie Rauschen gehört, Tampa. War irgendwie alles immer gut. Also Mikrofon hört man super. Also ich wüsste jetzt nicht, was man noch ändern kann. Du könntest dir sogar ein 1000 Euro Mikrofon holen, weil irgendwann kann YouTube die Qualität und die Bitrate eh nicht mehr so verfeinern, dass das, sag mal, so richtig, als wenn du live reden würdest, so klingen würde. Weil irgendwann ist bei YouTube ja Schluss. Mit der Dezibelanzahl, Bitrate, CD, DVD-Qualität und was du da noch so einstellen kannst. Irgendwann kann das YouTube gar nicht mehr so wahrnehmen. Das ist wie mit der Streaming-Kamera. Du könntest 4K aufnehmen, du könntest 200 FPS-Kamera haben, aber wenn YouTube nur 60 FPS hinkriegt, da kannst du die beste Kamera der Welt haben, weißt du? Ich hasse die Naruto-Wurstdinger. Da haben sie was Schönes reingemacht, gell?
Walking Dead habe ich schon durch. Was? Du bist schon durch? Da kannst du es noch kein Spieleprogrammierer-Code, glaube ich. Oha, Walking Dead hast du durch? Ey, wie lange hast du gebraucht dafür? Wir sind jetzt 1 Monat und 5 Tage, glaube ich, dran. Was eigentlich relativ noch gut ist, weil wir eigentlich jeden Tag gucken nach der Arbeit und 2-3 Stunden zocke. Und dann gucken wir mal so 2 Stunden Walking Dead. Also schneller ging das eigentlich gar nicht mehr, dass wir aufholen konnten. Wie mache ich mit mehr Tiefe? Das kannst du über Streamlabs oder OBS einstellen. Da musst du so einen Filter reinmachen. Klickst auf Filter und dann kannst du da mehr Bass, Tonhöhe, Tontiefe, Dingsbums, da kannst du da alles einstellen. Und dass du irgendwie so ein bisschen Echo-Effekt reinhaust und so ein Kram. Aber da gibt es voll gute Videos manchmal in YouTube. Da kann man mal gucken, wie die eingestellt haben. Aber Mischpult ist natürlich geil. Da brauchst du gar keine Filter. Da kannst du alles so einstellen. Da kannst du auf dem Mischpult ja noch so anklicken, dass du dich selber hörst. Und dann weißt du ja ungefähr, wie das da bei den Zuschauern klingt. Das ist natürlich richtig praktisch, aber kann man im normalen Mikrofon auch machen. Muss nur einstellen, dass man sich selber hören kann. Ich wollte hier noch in die Kippwelt gehen. Auftrag. Erziele einen Kopfschuss mit einer Pistole. Ach so, das hat letztes Mal geklappt. Ah, okay. Aber es steht nicht, ob ich Gegner dafür brauche. Einfach Kopfschuss mit Pistole. Ja, wahrscheinlich geht das mit Zombies dann auch. Oh, 184. Hey, Baukasten! Oh, meine Stimme, was ist jetzt los? Mir geht's gut, und dir? Bam, Junge, und bam, Junge, und nochmal bam, Junge. Ah, Kopfschuss mit der Pistole. Bei Amazon gibt es einen 5 Liter Fass Bitburger für 7,99 €. Aber da brauchst du wahrscheinlich Prime, oder? Das Dingensbums ohne Versand zu schicken. Ohne Versandkosten. Ey, ich weiß, wie du bei Black Friday 100% sparen kannst. Da musst du einfach nichts kaufen. Einfach nichts kaufen, du hast 100% gespart. Nice. Boah, 2 Level auf einmal. Das ist krank. Darf man mitspielen in der letzten Runde? Ne, kannst ruhig mitspielen. Hab Videos auf YouTube gesehen, wo so Experten zeigen, was man wirklich auf Mikrofone rausholen kann. Ja, es ist heftig, wenn die von technisch so richtig viel Ahnung haben.
Und die wissen genau, was sie einstellen. Da kannst du so viel aus Mikrofonen rausholen. Sogar manchmal aus so 5-Euro-Mikrofonen. Klappetibab. Versandkosten zahlt man ab 30 Euro nicht mehr. 4 Fässer und go. Boah, 4 Fässer. Ja, Problem ist, wenn du alleine halt ein 5-Liter-Fass holst, ne? Da musst du ja schon 2 Tage irgendwie dran trinken, bevor das nach richtiges Abflusswasser schmeckt, ne? Das geht doch runter an einem Tag. Boah, dann ist mit mir aber nichts mehr anzufangen eine Woche. Ich habe ja so einen empfindlichen Magen. Wenn ich mehr als 2 Liter trinke, dann habe ich immer so manchmal mit dem Magen, weißt du? Baukasten schlatsch ein. Ah, bist du in der Lounge. Egal, klatsch trotzdem ein. Ansonsten auf 2 Tage verteilt geht auch klar. Ja, das geht auf jeden Fall klar. 2,5 Liter Freitag, 2,5 Liter Samstag. Aber ich habe jetzt seit dem anderen Wochenende nichts mehr getrunken gehabt. Ich hatte irgendwie jetzt gerade keine Lust mehr gehabt. Einfach mal ein bisschen Pause dem Körper gönnen. Jetzt trinke ich momentan Cola. Aber ich habe die letzten 4 Wochen ja immer Wochenende richtig reingebechert. Aber jetzt habe ich gedacht, komm, jetzt machst du mal wenigstens mal so ein Wochenende, so eine Pause. Dass man noch selber weiß, dass man kein Problem damit hat, weißt du? Aber easy. Ich denke eigentlich gar nicht drüber nach. Also wenn ihr jetzt nicht über Bier geschrieben hättet, dann hätte ich gar nicht drüber nachgedacht. So, was muss ich jetzt hier nochmal? Ah, Kakashi habe ich jetzt fertig. Schattenagentin habe ich auch fertig. Jetzt habe ich alle fertig. Ja, geil. Alles in Fortnite fertig gemacht. Jetzt habe ich eigentlich nur noch hier das mit dem Angeln, aber das kriege ich irgendwie nicht hin, keine Ahnung. Da fehlen mir irgendwie so 2 Stück hier bei dem Cartoonfisch. Hier, entdecke Fische für die Sammlung. Keine Ahnung, ich habe schon Harpunier benutzt, Angel, Superangel, Granaten. Ich finde da keine Fische, um die freizuschalten. Ich habe keinen Plan, ey. Jetzt könnten wir eigentlich noch gerade da landen, wo man hier den Raid... Wo ist hier Raid? Ah, hier. Raid. Okay. Ah, der ist hier im Dschungel. Ja, warum nicht? Bis gleich on. Okay, warten wir so lange. Sloan war ein schlechter Fehler, doch jetzt kommt Karnarisch. Karnarischi. Ja, schon mal einen anderen Charakter mal hier. Hier gibt es keinen anderen Stil. Ich finde das irgendwie so offensichtlich, wenn die so weiß anhat hier im Dunkeln, dann bist du von den Gegnern direkt gesehen. Sturmtrooperin, Vespia, oh, Favoriten setzen. Tja, manche sitzen in Fortnite eine Stunde. Welchen Skin spiele ich jetzt? Und wenn die sich gerade entschieden haben, dann kommen die Eltern rein. Mach den PC aus! Ja, dann war es das wieder mit dem Skin aussuchen, gell? Ah, schon nochmal hier Tomb Raider, ey. Wo ist hier Tomb Raider? Da ist Tomb Raider. Oder Tomb Raider, wie auch immer man das ausspricht. Muss noch bei 2 Charakteraufgaben machen, mache ich eh nicht, bin eh Level 100. Ach so, ja, können wir ruhig machen, Alimox, wenn du auch irgendwelche Aufgaben machen musst. Ich kann ja mal gucken, was hier... Interagieren mit dem umgekippten Auto, ist ein Apfel oder Banane. Dennis Ryder ist am Start. Dennis Ryder. Ryder Mader. Ja, maximal 1 Stunde bin ich noch für euch da. Dann gucken wir weiter. Walking Dead.
dass man richtig gut schlafen kann dann von den Zombies und so. Wo wollte ich denn hier eigentlich landen? Ah, hier im Dschungel, genau. Wir wollten ins Dschungelcamp gehen. Bin wieder raus hier. Ich bastel mal weiter am Spiel. Alles klar, Micha. Danke, dass du vorbeigeschaut hast. Dann wünsche ich dir noch ein schönes Wochenende. Dann sehen wir uns bestimmt irgendwann die Tage wieder. Nächste Woche habe ich Spätdienst. Ja, und die, die ja nicht geimpft sind, die dürfen ja sowieso nicht mehr das Haus verlassen, gell? Kann man so sagen. Die können eh nicht mehr momentan zu mir kommen. Aber ist auch nicht schlimm, weißt du, dann habe ich meine Ruhe. Und morgen Super Talent Boy müssen bei Super Talent noch 2 Folgen nachholen. Weil da kam Wochenende immer was zwischen. Aber jetzt sind wir irgendwie Walking Dead momentan am gucken gewesen. Aber die Zeit hat nicht gereicht, um Super Talent zu gucken. Aber ich denke mal, das holen wir in einem Tag, an einem Rutsch alles nochmal auf, dass wir so 3-mal Super Talent gucken. Und dann haben wir nämlich auch alles durch. Das kann man alles nachträglich bei RTL noch gucken. Ich brauche einfach mehr Freizeit, ey. Da kann ich. Können wir ganzen Netflix ganz gucken. Ganze Netflix, guck mal leer. Trifft Schwachstellen beim, habe ich nicht genau gelesen. Achso, ich bin ja hier, um den einen Typ wieder anzulabern, gell? Beim Abbauen. Ach so, beim Abbauen. Ah, ich bin doch hier Questmaster. Helfe ich euch doch hier. Gar kein Problem. So, hier. Hi, Wrath. What? Get up, ey. Sicht die Gegner mit einem Späß. Scanner. Angenommen. Wie lange du live? Ich sei in live 21 Uhr maximal. Maximal, ich sei in live 21 Uhr. Ist das ein Bug, dass man Fische in Kisten findet? Ey, das ist mir letztens irgendwie auch aufgefallen. Ich habe keinen Plan, ob das so gewollt ist oder ein Bug ist. Ich habe auch letztes Mal gedacht, so, hä? Boah, komm, wir gehen nach Bernie. Oh, der ist ja auch unter Wasser hier. Ach, nicht unter Wasser, unter Schutt und Asche. Birdie Burbs. Oh, hier ist Schweinchen. Bam, Junge. Okay, nächste Runde ist Seien dabei. Okay, Seien nächste Runde dabei, my friend. Dann werden wir einen epischen Sieg holen. Epischen Sieg wir holen dann. Oh, eine Kampfschrotflinte. Die ist zwar richtig Müll, aber ich hole sie trotzdem mal mit, gell? Einfach nur, weil die blau ist. Ja, vielleicht ist sie besser, wenn man irgendwas herstellt damit. Oh, besser als neu. Tampa, du bester YouTuber, du bist. Du bester Tampa YouTuber. Abo dalassen für den guten Freund. Immer gute Freunde, Abo dalassen.
Ja, wo sind die alle? Ah, da. Bei Pleasant. Bei Pleasant Arc. Oh, guck mal, ich bin hier auf dem Raumschiff hier oben. Als ob hier eine Kiste hier oben ist. Als ob hier eine Kiste ist. Oha, da läuft der Counter. Oha. Oha, erstmal die Grafik musste erstmal die ganzen Dinger hier laden. Boom. Du wartest in der Lobby. Oh, das hört sich richtig gut an. Verwende einen Sprunggegenstand oder ein Verderbnis. Ein Sprunggegenstand. Oha, wo seid ihr alle gestorben? Oha, da. Okay, ich muss gerade einen erledigen hier. Hey, wo ist er? Da. Wo ist der Versteckrase hier? Oh, blaues Sturmgewehr.
Ey. Oh, blauer Pumpi. Hey, Missouri! Ja, kannst du auch gerne mitspielen, gar kein Problemo. Ach komm. Was ein easy Lowbot, Junge. Warum? Warum? Kannst du mal die erste Strophe deines Liedes singen? Ja, ohne Playback ist nicht so cool irgendwie so. Muss mit Playback. Mein Fortnite-Song habe ich für bezahlte Mitglieder ab 99 Cent habe ich den schon zur Verfügung gestellt. Die könnt ihr den schon komplett anhören. So, dann müsste nur einer Platz machen. Tampa lade ich ein. Dann müsste nur einer freiwillig Platz für den Missouri machen. Ein Kollege würde gerne mitmachen von mir. Jo, das wäre eine gute Idee auch. Der kann auch ruhig mal mitspielen, weil wir haben ja auch schon ein paar Kollegen mitspielen lassen. Das ist in Ordnung, Tampa. Das ist in Ordnung. Da, okay, dann müssten alle sogar Platz machen gerade. Sehe ich gerade. Dann müssten alle Platz machen. Da kannst du ja einladen an Tampa. Was könnte ich mir in einem Item Shop gönnen von meinen Weebucks, die ich auf meinem Konto habe? Alles so teuer geworden hier. Ghostbusters. Muss was von Dragon Ball kommen. Er hat auch gesagt, er respektiert es, wenn du ihn nicht in die Leitung holst. Ja gut, kann ich ja nicht machen. Das wäre ja unfair gegenüber den anderen, gell? Die erstmal an den Discord-Dingens vorbeikommen müssen. Jetzt musst du nur in die Lobby kommen, gell? Ah, bist du schon. Nice. Aber du kannst, wie gesagt, in Discord kommen. Oh nein, die Berechtigung nochmal. Ah, hier, genau da. Bin ich dann nächste Runde wieder dran? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So, Tampa, zack.
Jetzt solltest du den Livestream-Channel sehen können. Einfach mal Freund hinzufügen. Vielleicht nimmt er ja an. Der gute Daywalker 96. Oh, 96 am Schluss sehe ich gerade. Verwende eine Sprungfläche Gegenstand. Kein Plan, ey. Geh mal dirty. Ja, moin Meister. Moin Master. Moin Master, was geht? Fertig viel bei dir. Ich war erst von einem Spiel vor zwei Stunden nicht mal. Ich eineinhalb Stunden bin ich erst von Arbeit heimgekommen. Oha, so spät? Richtig lang. Aber ich habe mich nochmal nach meiner Frühdienst hingelegt gehabt und jetzt bin ich wieder voll fit. Ja, du hörst dich auf jeden Fall fitter an. Das ja, muss man echt sagen. Ja, ich habe glaube ich zweieinhalb oder drei Stunden, glaube ich, gelegen. Ich habe den Wecker eine Stunde immer weiter gedrückt. Eigentlich wollte ich schon um Viertel nach fünf online kommen, aber habe ich nicht geschafft. Ah, das habe ich mir eh gedacht. Ich habe irgendwann in der Arbeit kurz einmal gesehen, da ist irgendwas gestanden, dass du live kommen wolltest und dann war das dann doch nicht. Da habe ich mir gedacht, hä? Deswegen schreibe ich immer vorher gegen. Schreibe ich dann immer gegen so und so Uhr. Außer es ist eine feste Uhrzeit, dann lasse ich das gegen weg. Ja. Ah, nee, das hat mich nämlich nur gewundert, nämlich. Ja, da war ich noch in meinem Schlaf der Träume. Hat der Daywalker mich angenommen? Er hat mir nicht als Freund hinzugefügt. Abgehoben. Daywalker habe ich schon nicht als Freund hinzugefügt. Abgehoben. Er hat dich nicht, oder was? Nee, er hat mich schon nicht als Freund hinzugefügt. Der ist voll abgehoben. Voll abgehoben, ey. Ja, Daywalker ist ja oft auch in meinen Videos auch dabei. Also der ist, also ist echt. Daywalker habe ich auch durch Fortnite kennengelernt sogar. Oh krass, aber persönlich kennt ihr euch nicht? Wir haben es vor, auf jeden Fall mal irgendwann, weil er wohnt ja in Deutschland, nicht Österreich. Aber wir haben schon oft, also einmal haben wir darüber gesprochen, dass wir uns irgendwann mal treffen. Oh, das ist ja cool. Er ist ja auch schon älter, aber er ist. Ja, also ich weiß nicht, kenne ich ihn jetzt schon. Jason kenne ich jetzt, glaube ich, schon so zweieinhalb, drei Jahre fast schon, ja. Ach, so wie mich eigentlich so, gell? Mhm. Ja, ist immer krass, wenn die Leute noch so lange bleiben, dann, dass man noch so einen Kontakt hält, weil bei vielen ist ja abgebrochen. Ja, siehst ja bei deinen Leuten auch manchmal selbst einfach weg. Aber das ist halt immer so zwischen, ich sag mal, 13 und 16 Jahren. Da sind die entweder Studium machen, Schule oder haben andere Interessen, nicht mehr so ein Interesse an Zocken oder dürfen das erste Mal wieder richtig feiern gehen und da sind die jeden Tag Knülle bis oben hin. Ja, und dann verliert sich alles aus den Augen. Ja, man lernt viele Leute, die leider auch kennen, die was dann immer nicht mehr sind, ja. Ja, das stimmt. Ja, kann man nichts machen, gell? Damit muss man auf jeden Fall mal rechnen. Seit wann ist hier bei Dirty auch so ein Alien-Tunnel-Dingensbumster? Lol. Was ist das für ein Licht hier, dieser Strahl? Was ist das? Das ist da, wo der Counter läuft, wie viele Tage Fortnite explodiert. Ey, da ist so ein Lichtstrahl hier, schau mal hier. Ah, das ist ja, wo der Roboter runterkommt, glaube ich, oder? Achso, das ist die Markierung. Also jetzt da hinten und komplett verschlafen. Fortnite explodiert. Ja, tut Fortnite die Map, die gibt einen riesengroßen Knall. Und dann kriegen sie den Server nicht mehr online. Fortnite. Da sitzen bestimmt welche, die heulen daheim. Ich kann kein Fortnite spielen, zwei Tage. Ist das schon bestätigt, dass das wieder zwei Tage nicht geht dann? Ja, ist bestätigt von Fortnite. Der 5., glaube ich, und der 6. 12. Ja, ich glaube 5. und 6. 12. Ich also hoffe nicht, dass sie wieder so machen, dass diese Map eingesaugt wird. Ich hoffe, dass der irgendwie so, kann ich, dass die wirklich so explodiert oder so, keine Ahnung. Hat schon ein lustiges Nikolaus-Geschenk irgendwie, dass Fortnite nicht mehr spielbar ist. Hier kommen mal die ganzen Leute. Ja, er hat jetzt geschrieben, du sollst es nochmal versuchen mit dieser Anfrage oder so. Also nochmal, okay. Mach ich. Teammitglieder. Oh, Freunde zugefügt.
Danach kommt Stummschalten. Ja, Spaß. Ja, ist gut. Alles easy. Da sind schon wieder Gegner hier. Ja. Ja, komm. Mann, Missouri auch verloren. Oh, den habe ich weggekleppt. Oh, die hat mir voll in die Kniescheibe geschossen, Junge. Die ist einfach rausgerutscht. So, Jason, zeig mal, was du drauf hast hier. Direkt oh, die tot. Kameras sind alle auf dich gerichtet. Hat er angenommen? Ah, er hat angenommen. Schreibe ich. Freund von Tampa. Oh, ein Buchstabe zu viel. Mache ich hier Freund von Tampa zusammengeschrieben. Mach ich so. Haha, so mache ich das, genau so. Ich bin urvorsichtig gerade. Aber schön, dass die Leute alle da sind, weil auf RTL läuft wahrscheinlich eh nichts und auf ZDF auch kein Wetten das. Also könnt gerne bei mir einschalten. Ja, Dennis bald in Big Brother House auf jeden Fall. Ja, das wäre natürlich mega nice, gell? Das wäre echt geil, ja. Ja, wenn die sagen hier Big Brother House, welchen Gegenstand willst du mit holen, dann sage ich Shisha. Und wer hat keiner Shisha-Kohle und Tabak dabei, gell? Dann wird es ungemütlich im Big Brother House. Ja. Da gibt es auch so eine andere Sendung, glaube ich, auch. So was ähnliches wie dieses Big Brother, oder? Das ist die Love Island oder wie das heißt. Das ist ja, das ist keine Ahnung, das ist so kein Plastikmüll. Oh Mann. Ja, so Love Island Dingens da, die lernen sich da 2 Wochen kennen, weißt du, dann machen die da Schickimicki Dingens da und dann siehst du direkt in der Zeitung, oh, es hat doch nicht mit denen geklappt. Ja, was erwartest du, wenn du in so einem Format jemanden da kennenlernst und noch nicht mal irgendwie privat was gemacht hast mit denen und dann. Dann denken die schon hier sowas, weißt du, so voll. Oh, okay. Kann ich nichts von halten. Das ist wie wenn du dich beim Trampolinspringen anmeldest und du hast bisher nie auf dem Trampolin gewesen. Oha, der hat den aber weggeholt. Aber Big Brother, das Promi, das war letztes Mal richtig cool. Da haben wir so einen Weltraum gemacht, das war richtig durchdacht und alles. Aber auch sehr unterhaltsam. Ja, es gibt eh gute Sendungen, aber ich finde halt manche sind einfach nur so, also das kann man sich wirklich nicht anschauen. Weil man, ich sag mal so, wenn die sich da ein bisschen rumbeefen im Fernsehen, ist alles menschlich, kein Problem, aber solange es in Mobbing-Schiene reingeht und die Sender dulden das, da habe ich gar kein Verständnis für. Auch wenn das die Quoten nach oben treibt, aber da muss ja, echt ja. Ein Riegel vorgeschoben werden, weil das, man weiß ja nicht die Vorgeschichten von den jeweiligen und wenn die das dann richtig zu Herzen nehmen, ja, das macht man nicht sowas. Aber da gab es immer einen, der wusste alles besser, kann alles und bla bla. Da sagte auch einer, ja, bei der Quizfrage, das hätte jeder beantworten können, bla bla. Und dann kamen so richtig einfache Matheaufgaben. Und derjenige, der das gesagt hat, hat richtig verkackt. Da habe ich gesagt, was für ein Lolli, habe ich mir gedacht, ey. Hast du dann erstmal groß Mund aufgerissen und alle runtergezogen mehrere Stunden und kriegt hier so eine Matheaufgabe nicht gelöst, weißt du? Ja. Weil er nicht Punkt vor Strich rechnen konnte. Da hat er sich so lächerlich gemacht. Geht zwar um Essen und Trinken spielen da, aber die werden ja nicht verhungern und wenn die ein Spiel verloren haben, müssen ja einen Teamgeist haben, so, ich hab verloren, nächstes Mal wird besser, aber nicht immer den Schuldigen suchen. Also tun, ob man immer das Beste gegeben hat im Spiel und die anderen sind schuld, dass man verloren hätte, das ist so lustig manchmal. Der Ding will jetzt auch mitspielen, der Cello, was ist denn jetzt hier los? Und ja, leer oder was? Cello Al. Ah, nein, okay, der spielt jetzt wieder was anderes, okay. Der macht jetzt das Ende. Da müsste ich jetzt Alimox gerade noch reinholen, würde ich sagen. Dann kannst du noch mit dem Kumpel noch gerade mitspielen, weil das ja ein seltener Fall ist. Missouri, da müsste ich dich kurz austauschen gegen Alimox dann. Aber dann kannst du nächste Runde wieder mitspielen. Ja, weil dein Kumpel hat jetzt das zweite Mal erst mitgespielt. Und ja, deswegen lasse ich gerade noch drin. Aber tu mal nächste Runde dann wieder tauschen. Anfrage, ja, oder? Ja, hat geklappt mit der Anfrage.
Also wie gesagt, Leute, wenn ihr auch mal irgendwelche Kumpels habt, die mitspielen wollen, sagt einfach vorher Bescheid. Dann können wir das natürlich auch machen. Dann seid ihr in der Lobby mit ihren mit Kumpels, dann tun wir wieder tauschen und so. Ist ja alles gar kein Problem. Könnt weiterspielen mit Solo. Okay, Missouri, ich starte wieder ein. Die Runde ist zu Ende, bist du direkt wieder dabei. Ah, okay. Ich feiere diesen Karuma-Skin gar nicht, also... Es wäre cool, wenn du so eigene Bilder hochladen könntest, dann tue ich mein Gesicht als Dingens da hochladen. Da willst du voll den Bling-Bling-Anzug anziehen, wie dein Kumpel da hat? Ne, der spielt ja den Ding, den kann ich eh auch spielen, diesen, warte mal, den... Das ist die alte, er hat die neue Variante, ich habe die alte noch, die... Der DJ Yonder. Oha. Ah, der linke sieht besser aus. Ja, der ist auch besser, der von ihm. Das ist der von Season X, der. Von der 10er Season, der. Ah, vom 10er, der ist mir irgendwie gar untergegangen, nie gesehen. Hast du den nicht durchgehabt? Die 10er Season habe ich nicht gespielt. Das ist mit dem Robot dann irgendwie gewesen. Hä? Was ist diese Missouri-Gruppe verlassen? Hä? Ah, jetzt geht's. Hä? Hat Gruppe verlassen und betritt bei. Okay, das verstehe ich ja wiederum nicht, aber ist halt Fortnite, ne? Halt Fortnite. Man kennt das ja. Das Spiel funktioniert sowieso sehr selten wie soll. Ist echt so. Jetzt muss ich hier verwende eine Sprungfläche, Gegenstand oder einen Verderbnis-Ventilator. Ach, die sind auch in den großen Dingern da drin, da in den Kippwelten da, die großen. Ja, da muss ich auf jeden Fall hin, ey. Ey, Fortnite, kannst du jetzt mal starten? Oh, danke. Da muss immer Bescheid sagen, dann geht das. Das ist wie bei Phasmophobia, gib mir ein Zeichen. Letztes Mal war auch lustig, wo wir da Walking Dead geguckt haben. Da kamen irgendwie so ein paar Schüsse und dann gleichzeitig ist in der Küche einfach das Toastbrot vom Regal geflogen. Das war so krank. Ich habe mal nur die ersten paar Folgen angeschaut, aber das ist irgendwie nicht, das gefällt mir nicht so. Ja, die ersten Folgen, die sind halt noch so, wird so ein bisschen alles erklärt. Da werden die so, dass sie gerade in so eine Zombie-Welt reinkommen, so. Aber da musst du auf jeden Fall mal so, sag mal so 7-8 Folgen gesehen haben, dann bist du richtig im Geschehen da drin. Dann wird das nur noch spannend. Das ist immer halt am Anfang die Einleitung, das dauert ein bisschen, aber danach wird mega, mega spannend. Da sind die erstmal im Gefängnis, dann ziehen die weiter, dann treffen die immer wieder neue Leute dazu und dann wird der festgehalten und der andere festgehalten und man weiß halt manchmal gar nicht, wie das ausgehen soll, weil einfach so krass gedreht worden ist und dann willst du halt immer weiter gucken. Nur am Anfang, die ersten 5 Folgen, sage ich mal so, die sind halt noch ein bisschen so aufbauend, so ein bisschen langweiliger. Aber danach wirst du es feiern. Das mit diesem Sheriff da, oder? Ist das nicht das? Oder ja, das geht schon in Staffel 2 langsam rein. Aber das ist, wo der Negan und so ist, oder? Das ist Staffel 7. Das ist doch dieser wahnsinnige, diesen Schläger da, oder? Ja, genau, das ist Staffel 7, das kommt aber erst später. Aber das ist ja die ganzen Staffeln auf die Geschichte aufgebaut. Also es von Staffel 1 bis 7, dann verstehst du die Geschichte komplett, warum dir das sowas macht und so. Das ist ganz, ganz cool. Also da musst du auf jeden Fall von Anfang an gucken. Da muss mal gucken, gibt's in der Serie mal eine Chance. Guckst du mal so 5-6 Folgen. Wie viel lang dauert denn bis Folge 40 Minuten, oder? Zwischen 35 und 60 Minuten. Boah, und wie viel hat eine Staffel, wie viele Folgen? Meistens 16. Das ist schon viel. Also der Ding fragt jetzt aber,
Mitreden kann, habe ich mir schon gesagt, wahrscheinlich nicht. Aber er sagt, leider nicht, weil sonst heulen die alle mir die Ohren voll und da kann ich ja verstehen, warum mir die Ohren voll heulen, weil das wäre unfair. Er hat gesagt, er versteht sich, ich soll ihn halt nochmal fragen, aber ich habe gesagt, du musst erst mal mit dir im Discord quatschen. Ich glaube, dann wird das kein Problem sein. Ja, soll er einfach Discord kommen, dann tun wir einfach mal zusammen quatschen. Ja. Und dann soll das kein Problem sein. Jetzt geht das schon. Das kann doch nicht sein. Für Dom. Oh, in der Luftwatch geholt. Na, ich bin auch tot. Hey, Baukasten, am 19. Dezember kommt Dead by Daylight 5 raus. Und welche Zahl? Welche Zahl? Das ist dann kostenlos bei Epic Games. Oh, Dead by Daylight 5? Dead by Daylight 5? Ja, nicht gehört. Aber wieso Dead by Daylight 5? Es gab doch bisher nur ein Dead by Daylight. Walking Dead, das Spiel wollte ich mir auch holen. Das gibt bei Key for Steam für, glaube ich, 7 Euro. Dann hast du alle 4 Kapitel, die eigentlich so pro Kapitel fast einen 10er kosten, glaube ich. Das soll auch ein richtig gutes Spiel sein, tatsächlich. Aber so wie ich mir Gameplays angeguckt habe, die ist wirklich auf Geschichte aufgebaut. Ja, bei Walking Dead, bei dem Spiel habe ich auch gehört, da ist da kannst du wirklich beeinflussen, dass Leute sterben durch deine Entscheidungen im Spiel. Oh, das wusste ich noch nicht. Ja, das wäre ja richtig geil. Da bin ich echt auf jeden Fall mal gespannt. Aber es ist mehr so ein Point-and-Click-Adventure irgendwie. Ja, genau. So Point-and-Click-Adventure. Aber warum nicht? Das ist ja ein bisschen so grafisch so halt so gemacht. Aber also grafisch eigentlich ganz okay. Ich habe halt damals, es ist ja auch schon älter, glaube ich, nie irgendwas Negatives von diesem Spiel gehört, aber es ist echt nur gute Kritik von dem Spiel. Weil das würde ich eventuell dann auch mal im Spätdienst mal so anzocken. Weil Fortnite kann ich ja erst nicht mehr so viel machen, habe ich ja eigentlich jetzt fast alles durch. Das kannst du schon unter Tag streamen, das ist ab 16, glaube ich, oder? Oder bis ab 18? Ja, aber ich glaube, so ein Click-Adventure, da wird gar keiner was sagen, wenn es ab 16 ist. Das ist ja so grafikmäßig, so cartoonmäßig, sag ich mal so. Da wird keiner was meckern. Nur bei Outlast, also da muss man schon ein bisschen abends gucken. Er ist schon krank. Mit dem Schnippschnappdoktor. Das ist schon krank, Alter. Wo er die Finger abschneidet. Der Wahnsinnige. Oh, das ist echt krank. Ey, aber ich muss auf jeden Fall gleich mal bei Epic gucken. Da ist ja seit Donnerstag jetzt ein neues Spiel ja rausgekommen. Oder eher gesagt zwei. Die muss ich mir noch alle holen, weil ich habe bisher, egal ob ich die spiele oder nicht spiele. Vielleicht bin ich ja irgendwann mal Rentner und denk so, oh ja, so ein Klickspiel, hier so wie Tetris, das macht mir jetzt richtig Bock, so mit 80, weißt du, dann tue ich mit 80 hier noch streamen und tue einfach so voll die langweiligen Spiele streamen. Oder vielleicht gibt's da ein YouTube auch gar nicht mehr, vielleicht gibt's da irgendwie andere Plattformen, die den Planeten übernehmen. Ja, yes, das kann ich mir vorstellen, dass es auch irgendwann mal aufgekauft wird von jemand anderem. Ja, könnte echt sein. Einer will dann irgendwie so eine Plattform machen. Denkst du, ey, ja, wir tun uns zusammen, wir machen eine neue Plattform. Ich tue YouTube abkaufen, tue das richtig in Ruin fahren. Neue Plattform wird aufgebaut. Und dann geht die auf den Markt oder irgendwie sowas. Das ist ja fast schon so, wie die mit WhatsApp und Instagram so gemacht haben. Die hätten jetzt alles auseinander machen können. Oder wo Wer kennt wen damals aufgekauft worden ist. Ja, dann ist er nicht mehr lange am Halten gewesen und dann war es direkt eingestellt worden und dann von der Plattform genommen worden. Aber Wer kennt wen war richtig cool. Da konntest du Bilder schicken und Leute, die kanntest, mit denen hast du dann geschrieben. Das war eigentlich das Hauptfeature. Ohne groß mit Daten und so, sondern einfach, dass du da Leute findest, die du kennst. Dass du mit denen halt in Kontakt bleibst, auch wenn die Handynummern praktisch ändern. Aber Facebook ist ja zu komplex und mit den Daten. Aber das Wer kennt wen war richtig cool. Aber ich kann mal gerade gucken hier bei Epic. Ich hab das ja hier auf. Guck mal hier bei Epic. Epic Launcher. Let's go, Mansuri. Jetzt schießt er schon wieder ein auf uns. Ah, das Auto! Oh mein Gott! Ich kann nicht mehr lenken. Das hat. Braucht auf jeden Fall mal neue Reifen. So, das war so ein kranker Beschuss gerade. Oh, Conan Exiles. 70% in Epic. Wo kommen denn die? Okay, jetzt bin ich wieder dabei. Jetzt muss ich gleich weiter in Epic Games reingucken. Ja, Conan Exiles auch soll richtig cool sein, aber da muss man auch sehr, sehr viel Zeit investieren. Dass der Charakter aufgelevelt wird und Wildnis, dies, das.
Ja, wir müssen echt mal wieder Ding ah, machen. Ah, scheiße. Mal ich hätte erst Minis holen sollen. Das war wieder Ding, Dennis wieder Move. Das Vorstory wäre auch mal wieder geil. Vorstory könnten wir auch bei Spätdienst machen, aber ich glaube, da hast du was vor, gell? Also, du musst ja noch schlafen gehen. Ansonsten vielleicht ein Wochenende oder so. Ja, wie du willst, das ist halt immer nur ein Vorschlag, nur wenn du dadurch, wenn du halt nicht immer Fortnite machen willst oder so. Ja, ich bin da gern bereit für Vorstory, gar kein Problem, hat letztes Mal richtig Bock gemacht. Und diesmal hatten wir keine Schimmler drin gehabt, das war sehr cool. Ja, der hat echt Bock gemacht, der Streamer. Da kommen die Gegner hier. Links. Oh, da holen wir uns die mal, die wunderschönen. Ja, das sind ja diese Schwitze wieder von vorhin, glaube ich. Boah, da, der kommt an den Berg hoch. Gute Zone. Schon mal den anderen. Ah, hier ist jemand. Oha. Bei mir ist einer. Das war's der. Ich habe einen hier. Einer ist down. Ah, einer habe ich auch down. Hey, der hat sich nicht überlebt. Hehe. Jetzt können die Zombie ihn fressen. Man muss ihn töten, ja, sonst steht er wieder auf. Ja. Sind die noch einer hier? Ja, hier lebt. Hier ist noch einer. Einer ist noch bei mir. Bam. Ich erstmal. Eine ballert so auf mich drauf, das ist krank. Ich renne um mein Leben. Ah, dieser softer Chili Pack ist aber echt geil. Wo man da so sprintet. Ja, der Gegner ist weg. Ich sehe nichts mehr. Da war irgendwo einer. Ist er weg? Wo ist er hin? Da ist er weggeschimmelt. Ah, das Huhn rennt hier. Hier, warte, Dennis, komm mal her. Hast du einen Buff bekommen? Nee, oder? Ich bin unten, ich bin nicht bei dir in der Nähe. Ah, jetzt. Ah, da bist du. Der war irgendwo noch hier. Jetzt ist mein gestorben. Charakter besser als neu. Ah, aber so ein Chili-Saufpack. Oh, Miss Wishen ist okay. Boah, oh, da rechts ist der. Ah, alles, ich dachte, das ist der Spielzug. Oh, ich hab keine Muni. Wieso hat den Roboter? Was sind das denn für Pilze, Alter? Die Fortnite-Dinger, dann kommt man in die Kippwelt, wie man das isst. Ich meine hier der große Pilz, der ist da, weißt du, das ist so richtig creepy. Der große Pilz? Hier der. Da am Boden, der große, der sich bewegt. Ganz mal bei den Pilzen, schreibt Renz. Was? Tanzen dann oder so? Das ist ein Frosch. Die tanzen dann diese komischen Pilze da. Mhm. Da hat sich Fortnite auf jeden Fall auch wieder was Interessantes ausgedacht. Tanzende Pilze. Oh, der Roboter. Ach, die schmeißt man nicht so weit. Ah, da hinten. Wo sind die? Jetzt kommt der Schlachter hier mit der Sense. Bam, haben wir, Junge. Bam. Oh, den schieß ich mal in den Popo. So, der ist kaputt. So, hallo Schlachterfreunde, wo seid ihr? Das passt perfekt zu dieser Sense. Tanz mal bei den Pilzen, aber gut, das ist zu spät, habe ich zu spät gesehen. Ah, ich jetzt von jemandem gejagt und der ist sehr nahe. Boah, na, oh, ich habe den nicht gesehen. Wo ist der? Boah, unterm Tunnel. Nicht gesehen. Achso, weiß nicht, ob das 5 ist oder 5 Striche. Ich gucke mal.
Oh, over 1000 Retro Games, Epic Welcome Pack. Oha, geil. Unser Hunter. Ja, genau. Ah, jetzt weiß ich, was du meinst, Baukasten. Das ist das Logo von Dead by Daylight. Das ist das Ladelogo. Also das normale Dead by Daylight, das ist kostenlos. Krass, Dead by Daylight kostenlos. Ja, dann werden da wahrscheinlich viele Schimmler reinkommen. Die einfach so als Killer spielen und dann einfach die Lobby lieben und so. Ja, Dead by Daylight, das habe ich eine Zeit lang relativ gern gespielt, aber mittlerweile nicht mehr irgendwie. Ja, die haben so ein neues Overlay da geupdatet, seitdem spiele ich das momentan nicht mehr. Das ist statt unten rechts, wo da immer die Leute da waren oder die Aufgaben und wie auch immer. Und die sind jetzt irgendwo oben links, irgendwie, das gefällt mir nicht so. Ja, bei Dead by Daylight auch so, es gibt richtig viele, die was das Spiel so gut können, dass man keine Chance gegen die hat. Das ist krank. Ja, die haben da richtig taktisch da auch die ganzen Buffs oder so, wie die heißen, da alle geholt, ja. Mit weit gucken können oder Gegner hören, die können da richtig gut spielen. Ah, ich hab mir 1000 Retro Games, die muss ich mir auf jeden Fall holen. Vielleicht kann man das mal spielen. Unser Hunter Call of the Wild. Ich glaube, das ist auch interessant. Muss ich mir auch auf jeden Fall holen. Hunter Call, das kenne ich gar nicht. Der Hunter Call of the Wild. Gerade mal gucken. Kostet eigentlich 20 Euro. Da musst du so Tiere jagen, aber die Grafik, die ist heftig. Hier erlebe ein unvergessliches atmosphärisches Jagdspiel in einer realistischen und atemberaubenden offenen Welt. Spiele die Einzelspielerkampagne oder erlebe die ultimative Jagderfahrung gemeinsam mit Freunden im Multiplayer. Ey, das ist ja geil, da kannst du bei Epic Games das ja auch mal holen. Ja, muss ich mal an. Muss man schicken oder so. Dann tun wir das mal spielen, wenn man zusammen mal hier so Tiere jagen kann. Hier so ein Elch oder so ist das so als Titelbild. Statt ein Zwani kostenlos. Also mehr Spieler und Einzelspieler. Das ist kein Actionspiel, oder? Einfach nur so entspannt jagen dann, oder? Steht hier irgendwie was? Basisspiel nennen die sich. Ja, wahrscheinlich, dass du so offen irgendwie so Tiere jagen kannst, so überleben oder irgendwie sowas. Oh. Aber das Ding könnte man, aber das kostet glaube ich 20 Euro. Kennst du das? Bigfoot? Das ist auch, das ist richtig geil. Ja, Bigfoot? Ne, sag mir nix. Das kann man bis zu viert online spielen. Das ist ein bisschen so Horror auch, ein bisschen so gemischt mit Jagd. Da muss man in so einem finsteren Wald in der Nacht, muss man so, da hat man so eine Drohne, kann man benutzen und so Fallen aufstellen. Man hat so Scharfschützengewehre und so. Man muss diesen Bigfoot, diesen großen Affenmenschen da erlegen. Und das ist richtig gut gemacht, da habe ich so Szenen gesehen. Du hörst in der Ferne so Schreie, dass dich der so anlocken und dann kommt der auf einmal von irgendwo auf dich zugespielt und versucht dann das Team zu töten. Das ist richtig. Dann muss man den so abwehren und so. Hört sich gut an. Geil. Kannst du mir mal schicken auf Discord, dann gucke ich mir nachher mal ein Gameplay an. Das ist richtig. Vielleicht kriegt man das Spiel auch bei Keeper Steam günstiger dann. Da gucke ich immer nach. Aber wenn die jetzt so 5 Euro Unterschied machen, da würde ich jetzt nicht das Risiko eingehen, dass der Key nicht funktioniert. Aber wie bei Outlast 2, wo ich für 3 Euro bekommen habe, statt für 25 oder so, dann kann man es auf jeden Fall mal machen. Das ist das normale Dead by Daylight Baukasten da, was auf Steam auch gibt, also was ich auch habe. Aber könnt ihr euch ja gerne holen, dann kann man es gerne mal zusammen spielen oder so. Ich habe DVD gekauft, ist ein Samstag. Ein Samstag, wo das Spiel kommt? Kommen die nicht immer donnerstags? Oh Gott. Ne, hier steht 2. Dezember bis 9. Dezember. Das ist ja cool. Ja, kann man in der Zeit das mal spielen, wenn Fortnite kaputt ist, gell? Kannst du mitspielen, Baukasten? Wäre auch für mich jetzt auch die letzte Runde dann. Weil wenn die jetzt richtig gut laufen würde, haben wir ja 9 Uhr. Bist du denn hier? Ah, da. Das Ende, 4. Dezember. Okay. Wo steht das? Ah, da hier. Ist wahrscheinlich, dass man so Cups macht. Aber Problem ist, wenn du einen Cup machst und Internet bricht ab, kriegst du Sperre.
Ich müsste noch, verwende eine Sprungfläche, Gegenstand oder einen Dingensbumster, Verderbnis, Schrottmüll. Oh, krass. Bist auch in der Lobby? Ja, ich würde sonst das Team gerade noch so bestehen lassen, Alimox. Dann ich bin morgen ja auch nochmal da. Aber ich glaube, du kannst Alimox ruhig einladen. Ich spiele dann eh mit dem Jason Sambas dann nach der Runde auch. Also er ist dir da nicht böse oder so. Also jetzt in dieser, meinst du jetzt diese Runde? Also wenn Alimox, ich glaube nicht, dass er jetzt was dagegen hätte, wenn du ihn jetzt raushaust oder so. Das erkläre ich, das ist kein Problem. Also wenn es Alimox unbedingt mitspielen mag, kann er ruhig mitspielen. Dann schreibe ich gerade, aber dann lasse ich ein Alimox. So, hey, Devoker müsste gerade noch einen. Oder zum Spiel einladen ist letzte Runde. Ich weiß ja wenigstens Bescheid. Oh. Sorry, Thema. Nee, ihr müsst euch da nicht entschuldigen, das ist eh, das ist Verewigung. Nee, aber so weißt ja wenigstens Bescheid, weißt du? Aber mach ich immer so. Falls du den Chat überhaupt liest. Ja, ist nicht klar, mit Backwards zu kommen. Ah, schreibt ja alles gut, okay. Herr Jason, falls du das siehst, wir zocken, ich würde eh gleich dann Pokémon Unite online kommen. Was du auch dann kommst, keine Ahnung. So, Animox einladen, ja, ist eh letzte Runde für mich schon. Sorry, David, auch alles gut. Jeder möchte ja mitspielen und. Deswegen kann man ja freundlich dann schreiben hier so und so, weil er es im Chat wahrscheinlich nicht mitkriegt und so. Man kann ja alles mit den Leuten bereden, ist ja alles kein Problem. Oh nee, alles gut. Kriegen wir ja noch alles hin. Weil es sind ja keine Kindchen mehr, gell, die direkt ausrasten. Alles ist so ein Spiel. Also Umfrage, 22 Stimmen, komplett neue Karte, 59% feiern die, neue Waffen 18%, neue Fahrzeuge, was ich eigentlich gedacht hätte, dass das eigentlich ziemlich nach oben geht bei der Umfrage, 0%, obwohl die Fahrzeuge ja alle lieben irgendwie. Oh, jetzt sind es 4%. Und bessere Grafik 22%. Ich bin mal gespannt, was sie noch für Grafik so rausholen würden, eventuell ein bisschen schärfer machen können alles, aber wenn ihr zu viel Grafik irgendwie reinhauen, ist es kein Fortnite mehr, sag ich mal so. Ach so, Alimox, alles gut. Er versteht das schon, er ist doch nicht böse oder so. Der braucht sich nicht entschuldigen. Das ist verständlich. Das muss man halt in. Das ist halt das Business von einem YouTuber, sag ich mal. Das muss man verstehen. Das Business kommt. Ja, würde ich sagen, hier Holly Hatches und egal wie es ausgeht, egal welcher Platz, dann würde ich nämlich offline gehen, dann gucken wir nämlich Walking Dead weiter. Mach schon noch eine schöne Shish. Und morgen bin ich dann auch nach dem Aufstehen wieder da, irgendwann so. Also mal 14, 15 Uhr irgendwas. Ich weiß auch nicht, ob ich Fortnite spiele oder irgendein anderes Spiel. Kein Plan. Eine Shish? Eine schöne Shish, Shisha, Shish. Ich habe auch mal so eine. Was war das für ein Geschmack bei einer Shisha? Das war richtig geil. Das war so dieser Apfel mit irgendwas anderem. Das war richtig gut. Kann man bei euch auch Shisha kaufen? Ja, sicher. Echt? Weil hier in Niederlande, da gibt's zwar Shisha-Bar, aber ansonsten kriegst du nur da die selbstbrennende Kohle und so Trockentabak, den man, der nicht mit Glycerin ist, den musst du extra noch bei der Apotheke dann zusammen mischen. Oder man muss halt aus dem Ausland bestellen und Belgien hat das auch nicht. Und ich glaube noch ein Nachbarland hat's auch nicht. Also, Luxemburg war das, habe ich auch nichts gefunden. Also Deutschland ist momentan das einzige hier im Nachbarland, wo ich weiß, dass sie keine Shisha haben. Ja, bei uns kann man die normal kaufen. Es gibt halt, ich finde am besten diesen Apfel- und Bienengeschmack, der ist echt. Apfelbirne, das muss ich auch mal probieren. Aber also, ich habe jetzt schon lange keine muss Shisha. Muss man so Cola-Fläschchen, ist auch voll geil. Aber ist manchmal entspannt, guckst so Fernsehen, weißt du, hast eine leise Shisha, dann blubbert das nur ganz leise und aber wenn du so eine laute Shisha hast, dann blubbert das und du verstehst vom Film nichts mehr, das ist echt scheiße dann. Oh,
So, jetzt habe ich ein Sturmgewehr. Ah, das ist der Daywalker gerade im Chat. Wollen sich alle entschuldigen, voll süß irgendwie. Aber so ist halt die Community. Wir haben eine richtig immer coole Community. Zu 98% immer alles cool hier. Was kann dieser Papierbombenkuhne, den habe ich noch nie gehabt. Was, was der? Da kannst du Papier schmeißen und dann explodiert das. Ja, das war auch im echten Leben, Leute. Papier schmeißen, explodiert. Ja, das ist ja klar. Papierflieger und dann macht das irgendwann Bumm, gell? Oh nein. Animux ist down. Da ist er. Ah, der ist schon. Okay. Ich hätte den Carnage. Unseren Carnage. Ich komme. Ich komme auch. Oh, das ist ja gar nicht so schlecht. Dieser Kunai. Aber manchmal explodieren die irgendwie direkt und manchmal nicht. Da bin ich noch nicht rausgekommen, warum. Was ist nochmal? Was? Mit den Papierflieger-Dinger da, wenn du die schmeißt. Manchmal explodieren die direkt und manchmal nicht. Da bin ich noch nicht hintergekommen, warum. Ich hab jetzt einmal benutzt. Weil manchmal bleiben die stecken und explodieren irgendwann und manchmal explodieren die direkt. Kein Plan. Ich sterbe immer als erstes. Ne, eigentlich habe ich das Talent immer extra alleine zu sterben. Aber okay, extra nehme ich wieder weg. Ups, als erstes sterben. Alleine Oh Mann, ey, ich muss erst denken und dann reden. Also so sieht mein Zimmer eigentlich auch aus. Hier ist dann so Wohnzimmer. Dann kommst du ins Schlafzimmer und ist einfach mal hier so eine Mockerwelt. Das, wenn ich dann so die Traumwelt eintauche. Und man wird eigentlich das Ding wieder angemacht, der Weihnachtsbaum. Ach, der macht den wahrscheinlich im Dezember wieder an, den Weihnachtsbaum. Ich hoffe, ich denke doch. Ich hab das ja richtig, richtig lange an. So im Jänner oder so. Ja, ich hab komplett im Sommer angehabt, aber bis ich meine Stromrechnung gesehen hab, gell. Da ich dachte, oh, da muss ich irgendwann mal ausmachen, so. Oh, Giebfeldgewehr. Boah, der Zombie stinkt aber ganz schön heftig, ey. Den muss ich direkt mal erledigen. Ding, falls du im Chat bist, ich würde es gerade noch Ding angehen. An der Wand krochen sie länger, wenn sie den Gegner sofort treffen. Ah, okay, das ist so easy peasy leicht eigentlich. Da hätte man eigentlich auch drauf kommen können. Hey, ich kann nicht mehr bauen, ich darf nicht mehr bauen. Hä, warum habe ich eine Bauspur? Das geht hier nicht, ich habe das auch, ich war auch gerade irritiert. Okay, ich spiele zu wenig Fortnite, das ist es. Ja, schade, ja. Macht das Ding. Oh Junge, das tut in den Augen richtig gut, wenn du von der Kippwelt hier reingehst, ey, das kenne ich. Das hat gefühlt kennen, wenn du aus der Kneipe gehst, aus der Kippwelt, dass der Planet anders aussieht. Zerstöre Betten in Holy. Oh, das müssen wir noch machen, ey. Das ist aber auch ein bisschen rostelt. In der Küche sind keine Betten, ey, habe ich gerade festgestellt. Nach der Runde bin ich auch weg, weil es war jetzt auch meine letzte Runde gewesen. Ja, ich bin auch auf jeden Fall safe weg. Okay. Oh, schieß doch. Ich sammle noch gerade hier, suche gerade noch ein Bett. Okay, hier ist nichts mehr. Ich habe einen Teddybär gefunden. Das wollte ich euch nur mitteilen gerade. Kann nicht sein. Woher kommen diese ganzen Stinkzombies da? Keine Ahnung, ey. Oh, hier ist auch kein Bett. Oh, ich hätte gerne die Quest hier fertig. Sind hier, glaube ich, generell wenig in dem Ort irgendwie komischerweise. Wie weit ist die Zone? Ach du Scheiße, okay, wir müssen los. Wie ist weit weg, ja. Ah, das war's mit den Betten.
Oh nein, ich sehe sie schon oben rechts. Sie kommt. Was noch eine geile Serie war, ist Der Nebel. Aber die haben leider irgendwie das Ende nicht richtig gemacht. Irgendwie, die haben nicht mehr weitergedreht gehabt. Mit Staffel 2, also weiß man gar nicht, wie es weitergeht oder irgendwie, es gab kein richtiges Ende. Und das habe ich erst gemerkt, wo der, also so eine Serie ist das mit, ich glaube 10 Folgen. Da ist so ein Polizist und so, da sagt einer, ey, komm zum Nebel, hier ist voll gefährlich, so und so. Und dann ja, am Ende, dann ist irgend so eine Handlung passiert, aber es geht halt nicht weiter, weil Staffel 2 nicht mehr gedreht wird. Nee, ich kenne den Film nur, Der Nebel, der ist echt gut. Aber es gibt so, eine Serie, aber... aber es ist blöd, dass er nicht fertig gebaut worden ist. Fertig gebaut, ihr spielt zu viel Fortnite, Alter. Fertig gebaut. Fertig gebaut, ich spiel eindeutig zu viel Fortnite. Und bin auf der Arbeit mit eindeutig zu vielen Menschen unterwegs. Aber ich merke immer wieder, wenn ich voll oft arbeite, ich hasse Menschen. Ja, was ist, wie viele Wünsche manche haben, das ist krass, oder? So wie man denkt, das ist ein Problem. Das Schlimme ist, wenn ihr so schlechte Laune haben, weißt du, das fuckt einen richtig ab. Und du kannst einfach nicht fliehen, weißt du, du bist einfach in einem Gebäude drin und... Einfach Menschen, weißt du, einfach Menschen. Hat jemand Pampuni oder so, vielleicht? Leider nur 6 Stück. Ich brauch Pump-Shirts. Wenn ich welche finde, sammle ich hier auch ein, gell? Ja. Da sind wir auf jeden Fall die Tetris-Welt wieder. Oh, da ist ein Gegner. Boah, ich hab den getroffen! Oha, Bananen, du Bananenkopf, Alter, du bist ein richtiger Bananenkopf. Ach, Mann. Ey, der ist ja richtig ausgelaufen. Das ist ein richtiger Zombie. Ah, ich hab dich aber gerecht. Da ist auch ein Gegner und da auch noch einer. Oha. Wow. Ach komm, was mich der trifft. Oh mein Gott, Borkast, rette mich. Es gab ja von Tokyo Thema so einen Song. Komm und rette mich, muss mal eingeben. Oh, Alimux geht auch richtig rein. Ha, das ist. Boah, ich hab beide wären jetzt gleichzeitig gestorben. Und das in der Endrunde. Wer hätten da gewonnen? Unentschieden? Das war. Stimmt eigentlich wirklich. Ich glaube, das wäre schon nicht der, was das erste irgendwie. Ich glaube, das ist zum Beispiel das Zufallsprinzip, dann wär's. Keine Ahnung. Das müsste man so ausprobieren, ob du so einen PC nebendran noch stehen hast. Wirst mit beiden in Fortnite eingeloggt und tust dann sagen wir 1 gegen 1 machen und tust gleichzeitig wie Maustaste drücken mit der gleichen Waffe und gleichen Klasse. Vielleicht gibt's da was, muss ich mal eingeben in YouTube. Unentschieden oder so. Teams oder Duo unentschieden. Was das gibt? Ich glaube tatsächlich, dass das Spiel wahrscheinlich nach Zufallsprinzip dann entscheidet, dass einfach irgendjemand gewonnen hat. Und dann bin ich bestimmt nicht dabei, der gewinnt. Bam, weggenockt. Oh, ein goldenes Kipp-Dingensbums da. Ah, das ist aber, die sind ja nicht der Rede wert, die goldenen. Oh, Zone. Oh, das ist auch schon einiges. Ja, die Zone ist auf der anderen Seite der Map. Im Prinzip. Direkt in Nordwest. Hä, hey, wie viel Jump-Pads hat Alimox? Oh, die ganze Map eingesammelt. Aber hier ist schon dunkel. Der ist von Helligkeit in den Dunkel geflogen. 12 Stunden Unterschied. Ja. Oha, was ist das für eine Pickaxe-Dinge? Der F ist ja rot. Boah, das ist krank. Ja, das ist die vom Carnage, die von dem Skin. Diese dieser Sensor da. Das ist aber krass, dass sie rot aussieht. Du kannst den eh auch spielen, von dem Battle Pass hat man den bekommen. Ja? Aber bei mir ist sie lila. Ja. Oha, das Rot sieht aber böse aus. Ist dies rot?
Ah, so viel. Schon mit zwei Stück hier. Und danke fürs Wiederbeleben, muss ich auch auf jeden Fall auch sagen. Gute Arbeit, Alimox, auf jeden Fall. Boah, da will mich irgendeiner weglegen. Oh, ein Roboter. Och, nee, bitte nicht. Ey, schon wieder letzte Runde ein Roboter, gell? Es sind zwei sogar. Oh mein Gott. Ja, man kann gar nichts dagegen tun. Hat nicht einer gesagt, dass man nur einen Roboter drin hatte? Ey, wie viel Leben der hat. Ich bin tot. EPH 45 hört sich an wie so ein Virus. Boah, der stirbt, der Roboter. Ich muss ganz dringend los. Das ist der Sasuke. Sasuke 4. Oh, daneben geschossen. Lol, da ist ein Hacker. Die dreckigen Roboter, Alter. Lol, da ist ein Hacker dabei. Ach, als ob. Oha, meld den direkt. Der tut so herumglitschen. Oha, der hat den goldenen, der ist Level 200 oder so. Oh Gott, dort. Nein, oh, 3 Minuten noch bis 9 Uhr, ey. Da haben wir ja richtig zeitlich gut gespielt gehabt. Ich wurde von EPH 45 gehört, das hört sich einfach an wie so ein Resident Evil Virus. Dann rip den mal. Eieieiei. Ah, ich bin jetzt Level 187. Gucken, was gibt's mal noch einen Battle Pass jetzt freischalten, bevor Fortnite gelöscht wird. Ah, jetzt kann man hier den goldenen holen. Oder von der goldenen. Warum wir den goldenen? Ja, jetzt fehlen noch 5 Battle Pass Sterne. Wohin habe ich ja fast den Battle Pass komplett? Auch mit den 200. Ja, nicht schlecht. Krass. Na gut, ich bin mal weg. Ja, alles klar, dann danke fürs Mitspielen auf jeden Fall. Ich gehe jetzt auch raus. Oh, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Ja, dann danke an jeden Einzelnen, der mitgespielt hat. Alter, Epic Games, ihr blöde Roboterkacke. Das sehe ich genauso. Ja, danke auf jeden Fall an jeden, der mitgespielt hat. Hat auf jeden Fall mega Bock gemacht heute. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Ich weiß noch nicht, ob Fortnite oder nicht Fortnite. Das tue ich morgen einfach mal spontan entscheiden. Vielleicht auch mal ein anderes Spiel wieder. Aber ich kündige das ja alles in Discord an, bei Livestream-Ankündigung. Das ist unter der Kategorie Dennis Sunshine TV. Oder bei Facebook oder an Instagram, wenn ich dran denke. Und bei Twitter kündige ich alles an, immer ein bisschen vorher, bevor ich den Stream ankündige. Bei noch einen schönen Abend und viel Spaß beim The Walking Dead. Dankeschön auf jeden Fall. Euch auch noch viel Spaß, schönes Wochenende und dann sehen wir uns morgen wieder gegen Mittag. Macht's gut, lasst gerne noch ein Like da. Und wenn ihr neu seid, könnt ihr ja gerne den Kanal abonnieren für weitere Videos. Weil es kommt jetzt ab 1.12. ein Gewinnspiel. Es gibt als Platz 3000 V-Bucks-Karte zu gewinnen für Fortnite. Platz 2 auch für eine 1000 V-Bucks-Karte zu gewinnen in Fortnite. Und Platz 1 gibt es einen Fortnite-Kalender für das Jahr 2022. Und noch 1000 V-Bucks obendrauf. Also wer es nicht verpassen will, gerne abonnieren. Und den Stream liken. Und ganz viele Plätzchen essen an Weihnachten. Und ja, dann sehen wir uns wieder. Auf Wiedersehen und ciao, ciao.